falls der Ball in diesem ganz hohen Zeug liegt, naja, dann wünsche ich dir viel Glück. Hallo, viele Anfängergolfer, die nicht lange dabei sind, fragen mich oft, nur wohnt, was für Schläge sollte ich wann nehmen? Vom Abschlag, vom Fairway und ums Grün herum. Dieses Video ist für diese Spieler gemeint. So, vielleicht möchtest du auch ein System haben, das ganz klar ist, was du nehmen solltest. Dann braucht man nicht so viel rumdenken auf dem Platz. Okay, ich habe hier einen Anfängersatz. Das ist ein Satz, den wir benutzen hier in Golfclub Littlesburg bei unseren Platzreifenkursen. Und die folgenden Schläge sind wichtig. Das hier kennst du, der Putter, der muss einfach sein. Das Sandwich ist der kleinste Schläger in der Tasche. Super wichtig, weil mit diesem Loft, mit dieser Neigung kannst du den Ball hoch über Bunker und Hügeln und langes Gras schlagen und du kannst aus dem Bunker damit. Dann ist das Eisen 9 wichtig. Ich erkläre gleich warum. Das Eisen 7 und das Eisen 5. Hier habe ich ein schönes Holz, ein Holz 5. Manchmal spielt ein Anfänger, ein totaler Anfänger mit so einem Ding. Es kann sehr, sehr schön sein, auf jeden Fall zum Ausprobieren, aber für die ersten Monate nicht wirklich notwendig. So, es sieht einfach gut aus in der Tasche. Heute werde ich nicht darüber sprechen. So, ich habe gerade Sandwich erklärt. Dann das Eisen 9 ist das nächstlängste Schläger, den ich in dieser Tasche habe. Und übrigens, ich schlage vor, wenn du überlegst, was für einen Satz du kaufen solltest, so ein Halbsatz, ungerade Zahn ist wunderbar. Ich habe hier 4, 5, 6 Schläger. Reicht total. Du wirst genauso gut spielen mit einem Halbsatz wie einem vollen Satz am Anfang. Glaub mir, wahrscheinlich besser, weil dir klar ist, was du nehmen solltest. Okay, das war die 9. 7 ist ganz wichtig. Mit 7 kannst du vom Fairway und vom Abschlag und vielleicht kannst du auch die 5 nehmen. 5 ist das längste. Okay. So, 5, 7, 9 und Sandwich. Je kleiner die Zahl, desto länger ist der Schläger oder der Schaft. Und du siehst, der Unterschied ist auch in der Neigung im Loft. So, beim langen Schläger wird der Ball weit fliegen, aber nicht so hoch. So, ich werde jetzt meinen Abschlag machen vom Tee und ich werde Eisen 7 nehmen, ja. Statt Eisen 5. Ich könnte auch 5 nehmen. Aber 7 ist noch einfacher. Und wenn es einfacher ist, dann ist es einfacher, den Ball zu treffen. Und wenn ich den Ball gut treffe, dann fliegt er auch weiter. So, tee immer den Ball so hoch auf, dass die Finger zwischen Ball und Boden passen. Probeschwinge bitte ja meiden, wenn überhaupt in der Luft oder außerhalb des Abschlages gehen. Okay, so mein Ziel jetzt mit diesem Eisen 7 ist es, den Ball und das Tee wegzuschlagen. Schön in die Endposition kommen und da wirklich warten, bis der Ball aufkommt. Okay, so Abschlag, Eisen 7 oder Eisen 5. Für alle Schläge unterwegs, wo du noch weit zum Grün hast, Eisen 7 ist dein Schläger. So, hier empfehle ich beim Probeschwung immer den Boden leicht zu streicheln. Da, wo du aufgekommen bist, das zeigt dir, wie weit weg du vom Ball stehen solltest. So, diese Entfernung müssen meine Füße jetzt nach vorne und jetzt passt es. Und Hauptschwunggedanke ist ruhig und Boden zu streicheln. Was ist, wenn der Ball im Rough liegt? Lass uns mal gucken. So, mein Ball liegt im Semi-Rough. Nicht so ganz doll. Und ich habe noch weit weg
zum Grün, bitte nicht das Eisen 7 hier nehmen. Auch wenn du weit weg vom Grün bist. Du musst den Ball aus Fairway wieder bekommen. So, in diesem Fall nimm mal lieber einen kürzeren, ein Eisen 9. Von der Technik hier, etwas steile Schwingen beim Ausholen und die Ballposition etwas mehr hinten im Stand. Und Jörg, darfst du gerne ein schönes Loch machen. Jetzt ist der Ball wieder im Spiel. Und so ein kürzeres Eisen nehmen, wenn der Ball im Raff liegt. Falls der Ball in diesem ganz hohen Zeug liegt, naja, dann wünsche ich dir viel Glück. Aber dann würde ich sogar ein Sandwich nehmen. Okay, das kürzeste Eisen. Das ist dann wie ein Messer. Aber Ball rechts von der Mitte steil hoch und nach unten schwingen. Aber nach unten sollten wir immer schwingen. So, wir gehen jetzt zum Grün. Und du musst wissen, wie weit du schlägst mit diesen verschiedenen Eisen. So, geh bitte auf die Range und schlag mit 5. Guck, wie weit er fliegt. Schlag mit 7, guck, wie weit er fliegt, und mit 9 und mit Sandwich, aber immer den gleichen Schwung. Und warte, bis du einen Ball gut triffst. Guck, wie weit er fliegt, dann schreib auf bitte, wie weit du mit diesem Schläger schlägst. Du musst bitte immer davon ausgehen, dass du den Ball gut triffst. So, wir gehen jetzt näher zum Grün. Wir werden immer noch auf dem Fairway sein, aber zu nah für Eisen 7. Was nehmen wir dann? So, sagen wir, ich schlage mein Eisen 7 70 Meter. Das ist meine Entfernung. Ich gucke und schaue, wo die 100 Meter Markierung ist. Die ist da. Ich bin genau in der Mitte, also ich habe nur 50 Meter zum Grün. Dann wird 7 zu viel sein. So, dieses Mal werde ich mein Eisen 9 nehmen und ich werde genauso schwingen wie immer, den Boden streicheln und der Ball wird dann automatisch 20 Meter kürzer sein. So, jetzt gehen wir zum Grün und gucken, was wir da alles machen können und was für Schläge wir nehmen sollten. Wenn dein Ball innerhalb 30 Meter von der Fahne liegt und du keinen Bunker vor dir hast, dann nehme dein Eisen 9. So, hier mache ich einen Standard-Chip. Und von hier würde ich meinen Chip-Putt verwenden. Okay, so immer Eisen 9 nehmen für alle Schläge ums Grün herum, wo du nicht den Ball hochspielen musst. Natürlich, wenn das Vorgrün schön kurz gemäht ist, dann ist der Putter gar kein schlechter Variante. Okay, aber wirklich gucken, dass der Rasen kurz ist, sonst ist es besser zu chippen. So, was ist, wenn ich den Ball hoch muss? So, jetzt habe ich einen Bunker vor mir, der Ball muss hoch. Ich bin aber dichter als 30 Meter von der Fahne und deswegen werde ich eine chip-ähnliche Bewegung machen, also ohne zu knicken. Aber ich werde nach unten schwingen und ich werde ein Sandwich benutzen mit viel, viel Loft. Aber wenn ich mein Handgelenk aus dem Spiel nehme, dann ist der Schlag viel sicherer. Und natürlich zum Schluss auf dem Grün wird geputtet. Zieh. Ja, ich glaube, es ist dicht genug, damit ich den zweiten Ball einlochen kann. So, das war eine kurze, knappe Erklärung der verschiedenen Schläge. Ich denke, du hast jetzt was wirklich Festes in der Hand. Ein System für die verschiedenen Schläge beim Golfspielen. Viel Spaß auf dem Platz und bitte abonniere Golfen mit Freude.